Damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet. Statt Eike Condon sehen wir die dritte Wundertüte und die Jungs wollten noch ein drittes Best-of. Also 40 Wundertüten, wir starten rein ins dritte Wundertüten-Best-of des heutigen, beziehungsweise der Woche. Let's go! Das Video wird von OneFootball unterstützt. Link in der Videobeschreibung, check es ab. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich weiß, Best-ofs kommen und Wundertüten gibt es halt 3 Stück. In der letzten Woche und deswegen machen wir hier direkt das dritte Best-of. Ich habe gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Der Chat hatte Bock. Und damit haben wir nochmal 40 Wundertüten für euch gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute haben wir ein paar Kracher mit dabei. Ja, guckt die auf jeden Fall an. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Was habt ihr gezogen daraus aus den letzten 3 Wundertüten? Seid ihr zufrieden? Und was würdet ihr den 40 Wundertüten insgesamt geben? Von 1 bis 10? Guckt euch definitiv bis zum Ende an. Trust me, guckt es euch bis zum Ende an. Liebe geht natürlich raus. Vielen, vielen Dank für den Support. Lasst gerne auf das Video einen Daumen nach oben da. Würde mich persönlich riesig freuen, genauso wie ein kostenloses Abonnement. Danke, danke, danke. Jetzt gehen wir rein ins dritte Best-of von den Wundertüten oder auch Schmutztüten. Ich bin gespannt. Let's go. Ja, was soll ich sagen, hä? Die neue Scam-Tüte ist draußen. Die Jungs wollten nochmal, dass wir ein Best-of draus machen. Ja, und auf ganz entspannt kam der erste Headliner mit Mkhitaryan. Den kennen wir ja schon vom letzten Mal. Mkhitaryan, erste Wundertüte. Wir machen weiter, let's go. Übrigens, die Wundertüte geht einen Tag lang. Wir gehen rein mit der zweiten. Kein Walkout. Maybe, oh mein Gott, nein. Ja, ich wollte sagen, vielleicht maybe Bebu oder sowas. Wir fangen direkt mal mit dem 14K-Spieler. Machen wir direkt weiter. 14K-Spieler, ja, Sisi, geil. Hype ist da und wir werden auf ganz entspannt wieder sehen. Die Wundertüte sind Scam-Tüten. Macht diese Packs am besten nur, wenn ihr wirklich Coins dafür habt. Ja, ich bin ja sehr, sehr gespannt, wie viele Big Wins wir heute sehen werden. Wie viele gute Spieler werden wir heute sehen. Wir gehen erstmal rein mit Muriel in der Road to the Final Karte. Auch der wird wahrscheinlich nicht ganz so viel wert sein. Ihr müsst euch vorstellen, die SBC kostet ungefähr 90k, 100k. Alle Spieler, die halt drüber sind, sind halt für mich okay. Der Rest ist halt leider Gottes nicht viel wert. Und Muriel ist halt leider Gottes keine 100k wert. Schade. Come on, Olli. Olli, ich will jetzt was sehen. Olli, ich will jetzt in der vierten Wundertüte jetzt schon einen Kracher sehen. Kein Walkout, das war's komplett. Schweiz. Innenverteidiger. Elvedi. Ja. Simon, diesmal keine Animation. Ja. Die Slow Motion ist, sondern ein guter alter Hinterecker. Zweite Headliner-Karte, die wir hier sehen mit Hinterecker. Auch nichts Wertvolles. Schade. Hey, es wird kein Headliner. Ich sehe es schon. Komm, jetzt eine Woolbreaker-Animation. Sechste Wundertüte. Okay. Okay. EA gönne Brasilien. Bruno Perez. Schöne Karte. Eine schöne Karte. 87er Rating. Richtig geile Karte. Ich weiß gar nicht, wie viel die kostet, aber für mich ist das auf jeden Fall ein Win. Also definitiv, die Karte sieht bockstark aus. Weiß gar nicht, wie viel der Wert ist, der junge Herr. Aber, ja, oh ja, stark. Okay, so teuer hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Aber er kann noch geupgradet werden, deswegen sehr, sehr nice. Chichi, komm schon, mein Lieber, komm schon. Wieder kein Walkout. Ja, Food Birthday Simon. Wenigstens etwas, der relativ neu ist. Spielt sich wahrscheinlich nicht schlecht, ist nicht so viel wert. Aber zumindest eine neue Karte. Und das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Hauptsache eine neuere Karte, das ist schon mal okay. Ja, das ist schon mal okay. Ja, da freut man sich ein Stück weit drüber. Ja, ist okay. Ja, Alex, ja. Siehst du? Streamtitel ist Maxi, du Knecht. Ja, denkt, der kann mich fronten, ne? Ja, Alex. Und dafür gibt es eine Elvedi. So. Nennt mal Karma, Alex. Duplikat. Perfekt. Seid ihr gegönnt, Alex. Seid ihr gegönnt. Wir sehen jetzt zum zweiten Mal. Das war's komplett, Chat. Oh mein Gott. Komm schon. Nummer 9 oder Nummer 10. Eins von beiden. Wir gehen durch. Mit Estupiñán. Den haben wir, glaube ich, bei den letzten 2 Wundertüten-Best-Offs gar nicht gesehen. Ja. Schnell. Guter Innenverteidiger. Sagen wir mal so, wie es ist. Weil solche Karten spielt er mittlerweile nur in der Innenverteidigung. Ich glaube, wir müssen jetzt bei Nummer 10 sein. Nummer 10 geht durch mit dem Walkout. Ja. Italien. Recht. Ah, Lazari, oder?
Aua. Oh mein Gott, Chat. Keine 30k wert. Oh Mann, 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 ist das belastend. Oh, 1860 Fan. Aber 1860 bringt anscheinend kein Glück. Oh, Bebu. Ja, wenigstens einen Super Sub. Ja, hat einen Super Sub Charakter, die Karte. Sieht ja jetzt nicht so schlecht aus. Kann halt nicht mehr geupgradet werden, ne? Aber ist eine Super Sub Charakter Karte. Ja. Das kann man machen. Das kann man definitiv machen. Das bringt Backluck, Chat. Sag ich euch so, wie es ist. Seht ihr jetzt? Wenn du mich lobst im Titel, dann hat mein Packler kein Walkout. Ich hab nichts gesagt. Wirklich, ich hab nichts gesagt. Komm, wir wollen doch einmal keine Schmutztüte haben. Wir wollen mal eine richtig geile Big Wundertüte haben. Mit England, mit Smalling. Let's go. Endlich. Der erste richtig gute Spieler, den wir hier sehen. Smalling geupgradet mit einem 90er Rating. What if Spieler relativ neu, relativ viel wert. Big, 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 big. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Die Karte ist richtig, richtig gut. Grüße gehen raus an Steini. Der kommt mit dem ja überhaupt nicht klar. Ja? Sagen wir es mal so, wie es ist. Aber Smalling, ja, Preis schmeckt. Let's go. Nach Smalling will ich direkt die nächsten Kracher haben. Wieder eine What-If-Karte. Nächster Kracher, Argentinier. Pereira, die alte Kanallegende von ganz, ganz früher, vor ein paar Jahren. Die absolute Kanallegende, der sich nicht schlecht spielen lässt, aber wo ich sage, ja, nee, eher dann doch nicht. Oh Mann. 15. Wundertüte. Er hat zwei wieder für uns, der Kai. Und diesmal ziehen wir einen Woolbreaker. Das wird Argentinier. Ich habe keine Ahnung. Oh, die Maria. Die Maria Woolbreaker. Ich glaube, ist das nicht seine beste Karte aktuell noch? Ich weiß halt gar nicht, wie viel der kostet. Ich sehe ihn halt. Gegen den habe ich halt auch noch nie gespielt gefühlt. Oha. Ja, 200k. Aber Halleluja. Not bad. Da die 15. Wundertüte auf jeden Fall gegönnt, Kai. Stark. Oh, Headliner Nummer 3, glaube ich. Togo Ekambi, ja, das war's komplett. Togo Ekambi ist leider Gottes kein Spieler, den man gerne sehen möchte. Schade. Belastend. Belastend, Max. Komm schon. Komm schon. Walkout sieht schon mal gut aus. What if Walkout? Brasilien. Ah, Lucas Leiva. Den haben wir das letzte Mal auch dreimal gesehen. Jetzt ist er geupgradet auf eine 90er-Karte. Und ich habe mir den echt mal angeguckt. So schlecht sieht er echt nicht aus. So schlecht sieht er von den Werten her nicht aus. Ja. Und kostet fast seine 100k. Also, plus minus 0 gehst du mit der SPC raus. Das ist wenigstens... Come on, rein geht's. Das wird eine Freeze-Karte, glaube ich. Portugal, Bernardo? Ja, Bernardo... Oh, Nani, oh mein Gott, ist das bitter. Wäre ich getrollt des Zorns. Werde ich getrollt des Zorns, Jungs. Nani. Bernardo Silva Freeze wäre halt so geil gewesen, ne? Und dann kommt Nani, das war's komplett. 5-5. Food Birthday Karte, Kappa. Nummer 19, Jungs, schon. Und da haben wir den ersten Woolbreaker mit Alex Teixeira. Da ist der, also der erste Woolbreaker ohne Animation. Ja, das kann ja, glaube ich, nur Potens oder Teixeira werden. Teixeira ist es geworden und sind in der 19. Wundertüte. Super Sub-mäßig, aber naja. Naja. Gut, Süßer hat zwei Wundertüten für uns noch. Hat er ja sogar noch aufgespart, die Maschine. In der ersten geht er zumindest durch. Und das ist die 20. Die 15. hat schon gegönnt. Die 20. gönnt nicht mit Navas Team of the Group Stage. Ah, den sehen wir auch so, so oft. Wenigstens hohes Rating für SPC-Futter. Hauptsache, wir müssen mal positiv denken. Ja, wenigstens das. Wenigstens das. Das ist die Frage. Was aber jetzt in der zweiten drin ist. Süßer, come on. Jetzt noch eine richtige Big. Jetzt noch eine... Da, jetzt noch mal was richtig Geisteskrankes, Jungs. Jetzt noch was richtig Geisteskrankes. Kein Walkout, das war's komplett. Es wird werden. Food Birthday Simon. Sehen wir zum zweiten Mal. Super Sub Ambition hat er auf jeden Fall. Let's go. Come on, Scooty. Ah, Dumfries. Haben wir die nächste Rulebreaker Karte. Haben wir noch eine Beispielkarte, die es sein kann, wo keine Animation kommt. Ja, Dumfries, ja. Es gibt gerade Meilensteine von der Eredivisie. Stark.
Was? Ja, Walkout? Ich weiß nicht, was es wird. Freeze oder sowas? England? War die Food Birthday? Oh mein Gott! Oh, stark! Der ist geisteskrank! Der ist auch richtig viel wert, oder? 500, 600k kostet er doch safe. 900, 800k, was? Oha! Krank! Mega geil! Seid ihr absolut gegönnt, mein Lieber? GG? Big? Die heftigste Karte aller Zeiten. Und das muss jetzt kommen. Walkout ist da. Gib uns die heftigste Karte aller Zeiten. Schweden, Erwin. Gib doch einmal Kulusevski. Wir hatten es schon in der letzten Episode, im letzten Best-of. Immer wieder Isak. Och nee. Brauchst du ohne Anfang mit Deppen, Isak. Wenn du Kulusevski gewesen wärst, hätte ich es gegönnt, aber so nicht. Komm schon, die Nummer 30 ist angebrochen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wir machen weiter mit Brasilien. Schalalalalalala. Diego Carlos. Team of the Group Stage, Diego Carlos. Ja, klar. Hat jetzt schon eine bessere Karte, wenn mich nicht gar alles täuscht. Aber ist spielbar. Und das ist wichtig. Spielbar ist wichtig. Ich weiß aber nicht, was er kostet. Ja, knapp. Also plus minus 0 gehst du raus. Das ist okay. Das ist okay. Fortuna Düsseldorf bringt ihm den Walkout. Big. What if? Nein, ich habe keine Ahnung, was wird. Portugal auf jeden Fall. Oh, Dalo. Hätte halt auch Pereira sein können. Aber Dalo kostet halt 35k. Den habe ich letztens auf der RTG gestern erst oder vorgestern erst verkauft. Ah, nee. Nee, Jungs. Nee. Okay. EA Sports, Vancouver, Kanada, oben gesehen. Kein Walkout. Bebu hat man ja schon einmal. Super Sub-Charakter hat er ja. Aber man wünscht sich halt andere Sachen. Ja, Stormy. Schade. Walkouts? Ja. Schaubersley! Okay, stark. Hab ich auch einen Trade. Geile Karte. Geile Karte. Link zu Puskas. Das ist gut. Das ist okay. Ja. Und Preis absolut, absolut akzeptabel. Stark. Gigi, Hertha-Fan. So wie Hertha halt zurzeit spielt, ne? Kannst du die halt auch einfach nicht haben. Sanson? Ach du Scheiße. Das war's komplett. Also, ihr merkt schon, ihr dürft einige Dinge als Wappen nicht benutzen. Hertha ist da zum Beispiel eine Sache davon. Sanson, 15k, stark. Alles gegeben, mein Lieber. Alles gegeben. Aua. 35. Wundertüte. Inks ist am Start. Nächster Headliner. Geupgradet, Jungs. War ein 85er? Ist jetzt ein 86er Headliner. Stark. Freiburg-Wappen. Freiburg-Wappen ist es. Ich hab's im Gefühl. Rebic. Übrigens, wir sind erst bei Wundertüte 31. Ich hab mich verzählt. Schade. Aber Rebic, geile Karte. Geile Karte. Nimmt man auf jeden Fall mit. Ja, auch eine Karte, wo man sagt, Super-Sub-Charakter definitiv. Beziehungsweise auch gut für Serie A-Teams. Ja, gerade wenn es um Objectives geht. Und den kannst du, denke ich, auch sogar mal in der Weekend League spielen. 75k ist okay. Er will zeigen, was mit dem Schalke-Wappen geht. Wir haben zumindest schon mal einen Walkout. Was geht mit dem Schalke-Wappen? Kimmich? Nee. Draxler. Da geht einiges mit dem Schalke-Wappen. Der Draxler, der ist da. Draxler World to the Final. Da will er einfach zeigen, was geht. Ein Schalker kriegt halt auch einen Ex-Schalker-Spieler. Ah, komm schon, Mann, ein Millionenspieler. Mal so einen Big Pull zu bekommen. So, die beste Karte aus was bestimmt, ne? Wäre halt geil, aber das, Chat, ist auch eine richtig geisteskranke Karte. Tapsoba Future Stars. Holy moly. 500k muss der mindestens wert sein. Diese Karte sieht so insane aus. Oh mein Gott. 500.000. Big. Sehr, sehr stark. Oh, BVB Choreo. Gerade eben BVB Wappen. Big. Ah, siehst du, und das sieht man wieder den Unterschied. Ihr müsst halt BVB Wappen haben und nicht die Choreo. Ja. Dann wird es halt Tadic. 87er. Back to back. Elmo hatte im letzten auch schon ein Tadic. Ich meine, ihr möchte halt einfach, dass du SPC-Futter hast, was du abgeben kannst für die nächste Schmutztüte. Big. Tadic-Tüte ist wieder da. Komm schon. FC Bayern,
FC Bayern Wappen bringt halt auch keinen Lack, ne? Das ist die 35. Wundertüte und er zieht halt Antrieb. 20.000 wert. Warum er auch das Bayern Wappen nimmt, verstehe ich nicht. Ja? Verstehe ich einfach nicht. Es tut mir einfach leid im Herzen. Der HSV bringt den Walkout. Das ist gut. Die Frage ist, was wird's für eine Karte? Belgien, Stürmer, dann wird's der BVB-Spieler. Thorgan Hazard Freeze. Auch heute noch gar nicht gesehen. Coole Karte, meiner Meinung nach. Als BVB-Fan sowieso, wenn du eine BVB-Karte ziehst, nimmst du immer mit. Nimmst du immer mit. Und der plus minus null ungefähr vom Wundertütenpreis, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Bringt auch den Walker. Also Stuttgart sieht auch ganz gut aus bis jetzt. Oblak war zu... nein, Golovin Freeze. Russland und Oblak. Ja, wir reden nicht weiter drüber. Aber Golovin ist halt leider Gottes keine gute Karte. Also zumindest vom Preis her. Ich glaube, sie ist gar nicht so schlecht. Also spielt sich vielleicht nicht schlecht, aber vom Preis her halt das... Nicht unbedingt das, was man sehen will, mein Lieber. Schade. Oh, highest rated Karte, die wir bis heute gesehen haben. Und überragend. SBC-Futter des Zorns erstmal. Wird sich nicht schlecht spielen lassen. Ne? Headliner Benzema. Gerade für SBCs, wenn du den nicht spielst. Unfassbar stark. Richtig, richtig nice. Stark, Maxi. GG. Was bringt die vorletzte Wundertüte des heutigen Best-ofs? Sie bringt eine Karte, die deutscher ist, die im ZM spielt, die im Future Star ist. Gute alte Neuhaus. Rullet Gang, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, was die aktuell kostet, aber ja, doch, ist auch ein Win. Ist halt mehr wert, als was du bezahlt hast. Deswegen nimmst du die Karte mit, das geht klar. Wundertüten waren besser als letzte Mal, muss ich sagen. Wirklich besser. Auf geht's. Letzte Wundertüte des heutigen Best-ofs. 40 Stück haben wir damit dann geöffnet. Und wir werden drinne haben. Es lädt, Chat. Wird es ein Chatpack werden? Wir wissen nicht, was drin ist. Es lädt länger. Es lädt sehr, sehr lang. Ich habe keine Ahnung, was wir ziehen. Doch, jetzt geht's weiter. Letzte Wundertüte wird nochmal ein Walkout. Ein What-If-Spieler. Und jetzt nochmal ein Kracher. Frankreich. ZDM. Kanté. Wir wecken. Das Beste kommt zum Schluss, Chat. Oh mein Gott. Was? Es ist wirklich das Beste kommt zum Schluss, Fabi. Oh mein Gott. Kanté, what if ist da. Let's go. Ich hab's euch gesagt. Das Beste kommt zum Schluss. Oh mein... Was? Eine Million. Wir haben das erste Mal eine Million, einen 1-Million-Spieler gezogen. So, so nice. Weltklasse, mein Lieber. Absolutes GG. Und damit soll es auch gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare. 40 Wundertüten. Was gebt ihr heute? Von 1 bis 10. Waren es Wundertüten? Waren es Schmutztüten? Kuss geht raus für euren Support. Ganz viel Liebe geht raus. Kuss, Kuss. Macht's gut. Haut rein. Und ciao, ciao.